nach dieser Runde auch noch sein. Julien de Boer, Victoria Gullickson, James Billington, so sieht es momentan aus und so, Gerard O'Neill, Kirisari Caden, Luxblot und dann irisches Powerblut. Gerard hat es mir mit der Vorstellung seiner Pferde ganz, ganz stark gemacht und so, jetzt heißt es Gang drin behalten und wird er der Erste sein, der hier ins Ziel kommt ohne eines Abwurfes und damit die Führung übernehmend. Gerard O'Neill, Kirisari Caden und nachdem vorhin auf dem Podest zweimal schon Irish Boat Horse war, ist das ein Ding, denn mit recht guter Möglichkeit, dass das jetzt auch für Gerard O'Neill so ist. Lediglich drei Paare, die wir noch haben, lediglich drei Paare, die noch kommen. Und wenn einer von denen strauchelt, dann steht doch er auf jeden Fall schon wieder auf dem Podest.